Jetzt brauchen wir nur noch den besten Hacker der Galaxis. Es gibt diverse Kandidaten. Starte Projekt Totschlag. X 3 9 4 N D 7 Multiple Systemversagen. Ich würde sagen, er brauchte einen Mischregulator, aber er ist ein Museumsstück. Okay, was ist passiert? Ich sehe nichts mehr. Ich sag's nicht gern, aber ist er nicht programmiert, dich wegzupusten, wenn wir von Jalens Plan abweichen? Das ist deine Chance. Nein. Noch eine Idee? Okay. Es gibt eine alte Fabrik aus den Klonkriegen. Wir müssen mit Tamen reden. Jetzt Kay. Jalen, wir sind gestartet. Gut. Unser Schwergewicht zu ersetzen ist eine Sache, aber dich zu ersetzen, unmöglich. Danke. Das Gute ist, ich habe die Sache mit der Kopfgeldjägerin geklärt, Sim. Vielleicht. Glaube ich. Vertrauen ist eine Falle. Also, ich bin einem zweiten Hacker auf der Spur und höre mich nach einem neuen Kämpfer um. Vielleicht brauchen wir keine zwei Hacker. Das schaffe ich allein. Sogar du kannst nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Lass mich meine Arbeit tun und du machst deine. Ja, schon gut. Danke. Gedick, bitte sag mir, dass die Fabrik in der Nähe ist. Das würde ich gern. Aber nur Tamen weiß, wo sie ist. Das ist... Zeit verschwinden, Kay. Wenn meine Systeme versagen... Dann versorg mich Jalen mit angemessenem Ersatz. Bitte, spar dir deine Energie, ja? Also, was machen wir, wenn Tamen ihm nicht helfen kann? Nicht viel, Kay. ND5 ist ein alter Droide. Er braucht einen Mischregulator von einem Original-BX-Energiekern. Bitte, sprecht einfach weiter so, als wäre ich nicht hier. Äußerst erhellend. Da wären wir. Hör zu, Kleiner. Sag mir einfach, wo ich Kay Wes finden kann. Wie wär's, wenn du einfach einen Abgang machst? Kay! Das ist mal ein leichtes Todesmahl. Aha. Kennst du meinen Kampfdroiden schon? Als hätte Zerik Besch Angst vor dieser Rostbeule. Hey, NT, du hättest mich fast getroffen. BX meldet sich zum Dienst. Ein funktionierender BX? Die habe ich bisher nur in Einzelteilen gesehen. Er wird nicht mehr lange funktionieren. Sein Energiekern versagt. Und du sollst wissen, wo wir einen neuen herkriegen. Eigentlich hatte ich vor, das geheim zu halten. Aber gut, dann kommt mit. Ich zeig's euch. Die Katakomben führen zur Fabrik. Unfassbar, was für Zeug man da unten finden kann. Ich frage mich, wessen Idee es war, Myrrha auf einem Friedhof zu bauen. Es ist ein effizientes Design. Ich mag dich nicht, wenn du defekt bist. Also, der Weg in die Fabrik beginnt in deinem Keller. Warum glaubst du, habe ich das Haus gekauft? Also, die Monsunsaison beginnt bald. Mein üblicher Weg ist überflutet. Aber ihr kriegt das schon hin, richtig? Tja, müssen wir wohl. Danke, Tamen. Also, was meinst du, ist hier unten begraben? Sag bloß, du hast Angst im Dunkeln. Was? Ich hab keine Angst. Es ist nur, in Katobald gab es immer Millionen von Lichtern. Mhm. Bleib bei mir, ja? Hey, ich sehe eine Energieleitung. Die sollte den Weg zur Fabrik weisen. Gut, ich vertraue dir.
Das muss Tammins üblicher Weg sein. Er hatte recht, er ist überflutet. Das wurde von Separatisten errichtet. Die Fabrik kann nicht weit sein. Komm, nix. Lassen wir die Leiter runter. So geht's. Gut gemacht, Kay. Wir kommen rauf. Ach, Sackgasse. Nicht für uns. Ich gehe nie ohne meinen Fusionsschneider aus dem Haus. Hier drüben! Hey, halt das mal offen. Okay, das machen wir. Der Turbolift stammt noch aus den Klonkriegen. Kannst du ihn wieder aktivieren? Dick, bist du sicher, dass die Liftkonsole noch funktioniert? Ah, nein, sieh dir das an. Ein Kurzschluss. Dann musst du bloß eine andere Energiequelle für den Turbolift finden. Unten müsste es eine Hilfskonsole geben. Gut, sehen wir mal nach. Da wären wir. Okay.
bin gleich unten. Ich repariere nur schnell noch ein paar rostige Konverter. Etwas beeilt? Ich glaube, ich bin hier nicht allein. Da wären wir. Jetzt sind sie tot. Einheit B1275 kommen. Einheit B1699 kommen. Einheit B1888 Diagnose und Schadensbericht. Ach, die sind hinüber, Indy. Wir müssen weiter. Ja, das ist mir klar. Ich schalte mal das Tor an. Annäherungsalarm. Was ist los, Indy? Hinterhalt, unsere Position ist umstellt. Klonkommandos. Hör auf zu schießen, hier ist niemand. Ich hab's. Alles klar. Er ist in Transportstasis. Okay, aber das Kontrollpult ist durch. Ich suche uns einen anderen Weg durch die Tür. Hier, nimm einen Fusionsschneider. Hast du schon mal mit sowas gearbeitet? Ich hab genug von denen im Südviertel gesehen. Wie du meinst. Mal sehen, was ich für ND5 tun kann. Also, das hat funktioniert. Kannst du das für mich öffnen, Nix? Du weißt, was zu tun ist. Hey, ich beende die Stasis von ND5. Woher wissen wir, dass er uns nicht erschießt, wenn du ihn anschaltest? Ich kann ihn auf keinen Fall schleppen. Und du? Na gut, weg hinauf. Kay, was ist passiert? Wie lange war ich deaktiviert? Mach dir keine Sorgen. Bleib einfach bei Gedeck, okay? Die Fabrik. Stellt euch die ganzen alten Teile vor. Die Hydroiden, die man basteln könnte. Ja, ich verstehe, warum Temmin die Klappe gehalten hat. Ich wurde an so einem Ort konstruiert. Genau deshalb sind wir hier. Wartet hier. Ich kümmere mich um die Tür. Nix, halt das mal für mich, ja?
was haben wir denn hier? Klasse, Kay. Das Tor öffnet sich. Wir sehen uns drin. Oh, ernsthaft. Hey, Gedick! Ich komm hier nicht raus. Kannst du mir helfen? Kein Problem. Warte kurz. Gut, gehen wir. Das ist unglaublich. Siehst du das, Kay? Druiden. Hunderte Druiden sind hier unten. Ziemlich gruselig, aber es gibt nur einen Druiden, um den ich mir gerade Sorgen mache. Okay, ja, Konzentration. Der Turbolift hat keinen Saft. Ach, funktioniert hier drin überhaupt irgendwas? Kay, es ist Zeit, Jalen zu kontaktieren. Meine internen Systeme fahren herunter. Gedick, kannst du was machen? Er braucht eine stabile Energiequelle. Such dir eine Konsole und schalte den Lift an. Okay. Ich brauche Strom für diese Konsole. Ein Generator läuft. Ich muss nur noch einen Weg durch diesen Montageraum finden. Und die anderen beiden starten. Ich glaube, ich kann ihn stabilisieren. Zumindest für eine Weile. Tu, was du kannst, okay? Noch ein Generator.
Nachricht, der Lift ist aktiv. Oh, das ist nicht gut. Ich glaube, uns ist jemand gefolgt. Ich kann uns beschützen. Oder mich mit deiner Fehlfunktion über den Haufen schießen. Nein, bleibt ihr in Bewegung. Ich sehe mir das an. Das ist nicht gut. Serik Bash muss uns gefolgt sein. Besser nach. Moment mal. Sorge. Dick und ND. Das kann doch nicht wahr sein. Und das hier ist eine Geheimbasis. Komm mir bloß nicht in die Quere. Ich wollte dich um Hilfe bitten, aber vielleicht brauchst du jetzt meine. Nein, ich schätze, ein Todesmal ist mehr als genug. Lasst sie gehen. Hey, das ist vielleicht die letzte BX-Fabrik im Outer Rim. EB-Eindringling entdeckt. Was braucht ihr? Die Hutten haben eins unserer Teams. Sie verkaufen es ans Imperium. Hilf du meinen Freunden und ich helf deinen. Wenn du mir krumm kommst, verkaufe ich dich ans Imperium. Gut. Du kannst die Reparaturanlage benutzen und wir suchen das Teil. Ich muss ihn so schnell es geht an die Fabrikenergie anschließen. Hoffentlich funktioniert die noch. Denk dran, wir brauchen einen Mischregulator aus einem, das ist wichtig, BX-Energiekern. Komm schon, Großer. Wann verschwinden wir? Dein Trupp prüft unsere Informationen über den Aufenthaltsort der Hutten. Wir haben Vorräte. Bist du versorgt? Prüf mal deinen Blechkameraden. Schau, ob der was braucht. Er heißt ND5. Okay, Entschuldigung. Gib einen alten Versorgungsturbolift, den wir als Ausgang nutzen. Wenn du bereit bist, geh zur Oberfläche.
Hey, Wes. Mein erster Eindruck von dir war falsch. Danyan, hättest du mir auf Kanto gesagt, dass du einem Freund helfen willst, wäre es vielleicht anders gelaufen. Aber ich will nicht darüber reden. Hat mir Spaß gemacht, zuzuschauen. Danyan ist dafür verantwortlich, dass ich ein Todesmal habe. Wie geht's in dir? Ich habe ihn an die Energieversorgung der Fabrik angeschlossen. Aber ich weiß nicht, wie lange er damit funktioniert. Tu, was du kannst. Ich komme zurück, sobald ich diesen Rebellen geholfen habe. Lass mich wissen, wenn du etwas brauchst. Erstklassige Ware. Okay, Asara, ich bin oben. Wo bist du? Auf dem Weg zum Hüttengebiet. Wir treffen uns dort. Ganz genau. Dann mal los. Dass du das alles für Androiden auf dich nimmst. Ja, und ich bin gar nicht überrascht, dass die Hutten euch übers Ohr gehauen haben. Mein Trupp wurde gefangen genommen, als sie Waffen gegen die Tributkonvois kaufen wollten. Ha, lass mich raten. Die Hutten haben gemerkt, dass gefangene Rebellen mehr bringen als gewöhnliche Kunden. Ich hätte es wissen müssen. Kallis hätte den Fehler nicht gemacht. Sie war meine Schwester. Und sie starb in der Schlacht von Scarif. Tut mir leid. Nie davon gehört. Dafür hat das Imperium gesorgt. Kallis war eine Heldin. Und als sie mich brauchte, war ich nicht da. Deshalb bin ich jetzt in der Rebellion. Hey, Asara. Was ist los, Kay? Eins frage ich mich, seitdem deine Crew mich zum Sterben zurückgelassen hat. Ja. Tut mir leid. Wie bist du in einem von Sliros Tresoren gelandet? Tja, Sliro ist ein Mann mit vielen Ressourcen und ich dachte, ich könnte einige einem guten Zweck zuführen. Ja, klar, aber warum du? Du bist nicht gerade gut in sowas. Schon. Aber ich kenne Leute, die es sind. Wie dich. Und die Rebellion braucht alle, die sie kriegen kann, wenn wir das Imperium schlagen wollen. Okay, Asara. Ich bin im Tunnel zum Huttengebiet. Dann bist du in der Nähe. Ich kundschafte unser Ziel aus.
hast es geschafft. Gut, wir sind nicht zu spät. Mein Trupp ist da unten, auf dem Weg zu den Käfigen. Die Hutten haben sie noch nicht verkauft. Sie verhandeln wohl noch immer mit dem Imperium um den Preis. Das sind meine Freunde, Kay. Und ND ist meiner. Versteck dich, während ich das durchziehe. Gefangene sind leichter zu befreien als Geiseln. Jawohl. Ich suche einen Fluchtweg für uns. Schön. Asara, die Käfige sind offen. Gerade rechtzeitig. Das Imperium ist hier. Ach, das ist nicht das Imperium. Das ist Zerik Besh. Keine Ahnung, Kay, aber hol meine Leute da raus. Get out!
Aber warum war das Serik Besh und nicht das Imperium? Schätze, seitdem wir ihm in die Quere gekommen sind, geht Sliro gegen Rebellen vor. Tauscht um. Du hast heute viele Leben gerettet. Und du könntest noch viel mehr retten. Weißt du, was ich über euch Rebellen gelernt habe? Was denn? Ich habe ein Todesmahl, einen halbtoten Druiden und eine Crew ohne Schwergewicht. Und ihr redet nur darüber, wie ich euch helfen könnte. Ihr seid auch nur ein Syndikat. Ihr nehmt euch einfach, was ihr braucht. Wir haben den BX-Regulator. Sieht aber nicht gut aus. Wir sind unterwegs. Geht es Andy 5 gut? Beeilen wir uns. Hast du ruhige Hände? Perfekt. Der hier. Verbinde ihn mit der Kupplung. Schnell. Aber nicht zu schnell. Kay. Du hältst ihn falsch rum. Ende? Ein Wunder, dass er so lange durchgehalten hat. Gedick! Lass los! Kay? Kay? Willst du drüber reden? Der Casino-Job ging schief. Was soll ich groß dazu sagen? Es heißt, Gedeek wollte den Droiden kapern. Aber der geriet in Panik und löste Alarm aus. Du weißt davon? Ich habe noch ein paar Kontakte beim CBPD. Gedeek hat's versaut. Glaubst du, ich wollte, dass er erwischt wird? Du hast ihn zurückgelassen, Kay. Jetzt bleibt ihm entweder Gefängnis oder Imperium. Moment. Gedeek kannte das Risiko, ja? Ich arbeite lieber allein. Schon immer. Das klingt nach Rico. Nicht nach dir. Genug geredet. Dir geht's gut. Hab ich dich verletzt? Na, wenn schon. Du warst kaputt. Nein, so bin ich. Ohne Jalen Sandbolzen bin ich nur ein Kampfdroide. Infiltrieren und eliminieren. Und mehr nicht. Das warst du? Ich war dagegen. Geheimnisse, Kontakte, Kredits. Bei mir läuft alles zusammen. Hey, Kay. Wir brauchen zwei Hacker, oder? Tja, und sie ist die Beste. Nicht sie. Ein Schiff, eine Crew, ein großer Auftrag. Ich wusste, dass sowas in dir steckt. Ich helfe dir nur dabei, erfolgreich zu sein. Gut, Kay. Schon klar. Aber die Beute geht vor. Wir brauchen sie. Du brauchst sie. Und ein Todesmahl verschwindet nicht einfach. Schön, dass du wieder da bist. Tja. Wir haben viel nachzuholen, Kleine. Was willst du hier? Jalen meinte, ihr braucht Feuerkraft. Und Rebellionen sind teuer.